Was geht ab, YouTube? Blackjack wieder mit einem neuen Minecraft-Video am Start. So, Freunde, wir sind unten bei uns in der Base und ja, Leute, Lukas hat's echt geschafft. Ich habe mir heute mal sein Video angeguckt. Ich muss ehrlich sagen, Lukas hat die ganzen Sympathiepunkte wirklich auf sich gezogen. Also schon krass und ja, ich weiß nicht, ich würde mal sagen, die ganze Sache hier wird sich allmählich erledigen. Lukas hat ja gesagt, er wird nichts machen. Ja, was heißt, ich glaube, dieser ganze Krieg löst sich gerade, ja, quasi ins Nichts auf. Ist eigentlich auch okay. Man muss keinen Krieg haben, alles gut. Ich werde mich jetzt vorbereiten, weil ich trotzdem ins Nether rein möchte. Ich werde jetzt die ganzen Karotten mal hier lassen und werde aber, also ich habe hier noch so viele Betten. Ja, werde aber trotzdem, 32 sollten eigentlich reichen. Ich nehme Karotten sicherheitshalber mal. Ich lasse sie da. Okay, Freunde, Sue und so sind auch auf dem Server und Stani auch gerade. Wir werden jetzt nochmal kurz hochgehen und werden uns mal kurz mit denen unterhalten. So, Freunde, wir sind auf dem Weg. Ich habe jetzt auch endlich mal wieder den Shader angeschalten. So schaut das Spiel halt einfach echt viel, viel besser aus. Aber ja, Freunde, was soll man noch sagen zu der Sache mit Lukas? Ich würde mal sagen, beide Seiten haben so ihr Recht, nicht Recht. Ja, anscheinend schon. Warte, da kommt gleich verzauberter Gold ab. Du hast Blackjack, du hast Blackjack hergeholt. Wie hast du das gemacht? Es ist ja ein Hacker. Hacks anscheinend. Ey, Jungs. Ah, wie geht's dir, Blackjack? Alles gut? Ja, also ich hab's gerade eben schon mal gesagt. Also man muss schon sagen, Lukas hat die Leute schon gut zu sich rübergezogen, ne? Was ist rübergezogen? Das Schlimme ist, das sind seine Marionetten, der erzählt ja einfach Scheiße. Aber beiß doch jetzt endlich mal an, wie lange dauert das Angeln ohne Meeresglück des Todes oder wie das heißt? Glück des Meeres. Glück des Meeres, ja. Was gibt's da noch? Köder und alles. Ja. Was ist das für ein Geräusch? Wo ist der? Hä? Das war Stani, aber wusste. Stani? Geht's dir gut? Ach, da ist er. Du hast mich geangelt! Hey, hab ich gar nicht gesehen. Wow, ich hab Stani geangelt. Du Hacker. Aber gut, Jungs, ich fühle mich heute irgendwie nicht gut, weil, ja, keine Ahnung. Ich fühle mich heute einfach gar nicht gut. Ja, aber warum? Bro, ich sag dir ehrlich, SU, wenn eine Vive das nicht auflöst, werde ich die YouTuber-Insel verlassen. Ja, aber denkst du, er wird das auflösen? Bro. Das Ding ist, welche Theorien hast du denn? Also, ich kann mir halt, wie gesagt, vorstellen, irgendein Projekt von ihm habe ich dadurch sabotiert und er regt sich so sehr darüber auf, dass ich diesen Prank kaputt gemacht habe. Ja, aber Bro, seine Zuschauer, also, sorry, er verarscht seine Zuschauer, sag ich dir so, wie es ist. Und das finde ich halt, irgendwie geht es mir zu weit, sag ich ehrlich. Bro, das ist das Traurige dann, er belügt Millionen von Zuschauern. Ja, er belügt seine Zuschauer und die Zuschauer glauben das noch. Ja, was will man machen, Jungs, was will man machen? Ey, ich sag dir ehrlich, lass uns die YouTuber-Insel verlassen. Ja, warum? Das bringt doch auch nichts. Lukas oder was? Mit so einem Lügnern will ich nichts zu tun haben, die ihre Fans verarschen, Bro. Überleg mal, der verarscht seine Supporter, Bro. Das sind seine Supporter, checkst du das? Und er lügt die trotzdem an, das geht nicht in meinen Kopf. Und die Bro, Leute, überleg glauben mal, die beleidigen dich, Bro, in seinem Namen. Weißt du, die beleidigen dich in seinem Namen. Und er belügt die einfach. Er belügt so eine treuen Supporter. Die sollten lieber dich unterstützen, weil du immer die Wahrheit erzählst. Ja, sag aber mal, das Ding ist, es bringt nichts, die Wahrheit zu erzählen. Was willst du sagen, Blackjack? Jetzt mal was anderes. Was hat Stanika gesagt? Wir verlassen einfach die YouTuber-Insel. Ich will aber nicht die YouTuber-Insel verlassen. Nein, nein, jetzt pass mal auf. Warum soll ich die YouTuber-Insel verlassen wegen einem Typen, wegen einem Menschen, der nur am Lügen ist, der seine eigene Community wegen einem Spiel belügt? Bro, das macht gar keinen Sinn. Wenn ich hier hacken würde, dann hätte ich doch gar keine Möglichkeit, mit euch zusammenzuspielen. Denkst du nicht, dass ich von allen anderen YouTubern ausgegrenzt werden würde? Das basiert hier schon gar nicht mehr auf das Spiel Minecraft. Das geht sogar weit über Minecraft hinaus, gerade was passiert. Ach, guck mal, Max und so haben sich doch alle entschuldigt. Denkst du, die würden sich entschuldigen, wenn die irgendwie denken würden, dass du ein Hacker bist und dich in die Accounts hier einhackst? Ja, safe. Ja, aber warum checken die Zuschauer das nicht? Bro, oder wir müssen irgendwie den Zuschauern zeigen, Bro, was The Vive für ein Lügner ist. Ja, und ja, wie sollen wir das machen? Ich weiß es auch nicht, Bro. Vielleicht solltest du mal ein Gespräch mit dem Admin suchen. Bro, das Ding ist, wenn ich das mache, guck mal, es gibt noch eine Trumpfkarte, die ich habe. Und wenn wäre? Ich das mache, Bro, das Problem ist, ich will aber nicht, dass es über dieses Minecraft, das ist nur ein Spiel, ich will nicht, dass es da drüber geht.
Geht es ja, doch schon. Ich bin nicht so wie Lukas. Ja, weil Lukas mich irgendwie als irgendwas darstellt. Bro, und weißt du, was ich auch noch ehrenlos finde? Dass er immer seine Familie, sein Real Life in dieses Spiel mit reinbringt, Bro. Wenn die Leute wüssten, was bei dir gerade privat abgeht, Bro, und du dann noch mit Hate-Nachrichten und so umgehen musst. Alter, Leute, das glaubt ihr gar nicht. SU hat geweint, Alter. SU hat geweint. Übertreib jetzt nicht, das habe ich nicht. Klar, Bro, Junge. Also, ich muss schon sagen, Discord hat es vorhin anders ausgeschaut. Ja, echt mal. Bro, ja. Die Leute müssen jetzt was supporten wieder. Und sie von diesen Lügner wegkommen. Das ja, wie will man das machen? Guck mal, ich habe so viele Fakten aufgezählt, ich habe alles beschrieben, alles gezeigt. Und klar, die ganzen Zuschauer gucken natürlich nicht alle Videos. Die haben halt nur gesehen, zack, Lukas lockt sich ein, hat dann plötzlich gar kein Loot mehr gehabt, sein ganzer Loot war weg. Und ja, was bleibt ihm anderes übrig, als zu sagen, ey, Sium kann es nur gewesen sein. Bro, lächerlich. Habt ihr vielleicht mal mit den anderen Leuten geredet, ob es da vielleicht, oder mit Armin mal geredet, ob es da vielleicht irgendwas gab und dass jetzt schiefgelaufen ist? Guck mal, ich sag dir, was passiert ist. Amir und Lukas, die haben irgendwas inszeniert. Entweder war Amir derjenige. Amir, guck mal, Amir ist derjenige, der in der Stadt von Lukas wohnt, wenn er mal in Deutschland ist, richtig? Ja. Wie oft haben wir Lukas und Amir in einem Real-Life-Video gesehen? Ja, oft. Denkt ihr nicht ernsthaft, dass vielleicht sogar Amir dahinter steckt, dass Amir bei Lukas zu Hause sich eingeloggt hat, ihn irgendwie pranken wollte und sich jetzt darüber aufregt, dass ich ein paar Stunden später einfach... Dass ich ein paar Stunden später diese Base entdeckt habe, überlegt man nicht, dass Armin dahinter steckt. Und Bro, Armin sich jetzt einfach nicht traut, gerade zuzugeben, dass er das vielleicht war. Ja, aber das ist zu weit hergeholt, SU, sag ich dir ehrlich, das können wir nicht beweisen. Das können wir nicht beweisen, Bro. Wir können halt vieles nicht beweisen, das ist das Problem, aber er kann auch nicht beweisen, dass ich das war. Ja, aber Bro, sorry, aber die Leute sind doch, also nur weil du auf dem gleichen Server, wie sollst du ihn denn hacken, Bro? Wie sollst du ihn denn hacken? Das geht gar nicht. Bro, dann hätte ich ja theoretisch auch Möglichkeiten, dich zu hacken. Ja, deinen. Ja. Und warum sollte ich dann den Minecraft-Account hacken? Wenn das Bro, schon eh weit über Minecraft geht, dann könnte ich doch seinen Bank-Account hacken. Wollte ich gerade sagen, dann hätte ich doch lieber seinen Bank-Account gehackt. Aber der hat überall Schulden, habe ich gehört. Der hat überall Schulden. Stimmt, hat Candy erst gesagt, tatsächlich. Ja, ja. Ey, das ist echt korrekt von euch, dass ihr mich aufmuntern wollt. Aber ja. Gut, Jungs, ich brauche heute ein bisschen Zeit für mich selbst, ja? Ey, SU, sag dir ehrlich... Wenn die Zuschauer das weiter so machen, werde ich Vive in Alleingang zerstören. Bro, wir haben ihn doch schon zerstört. Was will er denn jetzt noch machen? Das ist das Ding. Wir haben ihn doch schon zerstört. Wir haben ihn zerstört, Bro. Und jetzt sagt er, er will nichts mehr mit uns zu tun haben. Bro, natürlich, weil er keine Chance hat. Erstens das. Und zweitens, ihn kränkt sein Stolz so sehr, dass wir ihn da so hops genommen haben. Was hast du da gedroppt? Guck dir das Schwert an. Der Vive ist ein Loser. Verbrennung 2, Sterbe 4. Ey, Kuss geht raus für deinen Aufmuntern, Bro. Dankeschön. Weiß zu schätzen. Das sind wahre Freunde. Sag mal, Freunde, die nicht lügen. Ja? Hast du mal versucht, mit anderen Leuten noch außerhalb zu reden? Russak, der ist ja kein ja, Teil genau, von denen und so. Ja, genau. Red mal mit anderen, Bro. Was die dazu zu den Hacker-Vorwürfen sagen. Ja, vielleicht gehe ich Bro, morgen mit Max. Guck mal, das Ding ist, Bro, ich wette, jeder auf der YouTuber-Insel wird sagen, dass das absolut Rumspinnerei ist. Ja, frag doch mal jeden auf der YouTuber-Insel, ob du wirklich ein Hacker bist. Ja, ich mach das wirklich. Danke, Leute. Aber heute will ich erstmal nur für mich angeln, okay? Okay. Ja, okay. Aber Sue, lass dich trotzdem nicht zu weit runterziehen. Ach, Quatsch, echt alles mal. Gut. Das Bro, Ding und ist, wenn du wieder weinen willst, sag mir Bescheid. Ich weiß ja, dass ich die Wahrheit erzähle. Das ist ja das Ding. Ich weiß, ich bin im Reinen mit mir. Ich weiß zu 100%, dass das die Wahrheit ist. Und wenn er trotzdem lügen muss, dann weiß ich auch nicht so. Soll er seine Bro. Zuschauer belügen? Soll er... Bro, wenn die Zuschauer belogen werden sollen, sollen die bitte belogen werden sein wollen. Ja, eben. Mach's gut, Bro. Also, Sue, lass den Kopf gut, nicht Jungs. Hängen, wir sehen uns. Passt auf euch auf, ja? Tschüss. Ciao, ciao. Oh Mann, ey, Stani hat hier einen kompletten Wald angepflanzt. Also, Leute, ja, was soll man sagen? Sue nimmt das Ganze wirklich sehr mit. Und sind wir mal ehrlich, es ist total blödes Gebabbel, dass hier SU irgendwelche Accounts gehackt hat. Also, natürlich hat er nichts gehackt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass vielleicht war das wirklich auch nicht Lukas, der das Zeug in die Kiste da gepackt hat. Oder vielleicht ist da nur irgendwas schiefgelaufen. Aber zu 1 Million% war das nicht SU. Und das, ja, muss man denen dann auch klar machen. Und...
ich bin mir ziemlich sicher, dass das einfach nur, dass irgendwas anderes schiefgelaufen ist. Irgendeine Kleinigkeit ist komplett schiefgelaufen und dadurch war das Zeug da. Lukas war in München dann in der Zeit und Sue, natürlich hat Lukas da recht, er hat die ganzen Videos analysiert, hat die Striche, die Schritte gezählt und so, aber ich sag mal ehrlich, das ist erstmal kein Hacken und das ist jetzt natürlich ein bisschen Reingeschwitze, um halt wirklich alles zu analysieren, aber hey, das ist Content und irgendwie musst du das Zeug ja rausfinden. Und wie gesagt, wir werden der ganzen Sache aber auch nochmal auf den Grund gehen, weil es kann nicht sein, dass SU hier als Hacker dargestellt wird, obwohl er definitiv keiner ist. Also ich werde mal mit Russak und mit Max und so auch nochmal reden. Irgendwas wird es da gegeben haben. Ich bin mir hundertprozentig sicher und das Ganze wird sich dann mit Sicherheit auch auflösen. Also es kann nicht sein, also dieses Rumgehate, das geht nicht. Das geht einfach nicht. So, wenn ihr euch fragt, was ich jetzt noch mache, ich werde gleich noch Netherite farmen gehen. Das kommt aber nicht mit ins Video rein. Also das mache ich jetzt nur so für mich. Ich habe schon ein Inventar voll mit Betten, aber ich habe die Ding vergessen. Die Diamantspitzhacke. Deswegen gehe ich mal kurz zur Flauschi. Die ist nämlich in der Endertruhe drin. Und ich habe keine Lust, jetzt nochmal extra komplett in die Endertruhe 10 Eisen die Woche. Ich habe keine Lust, jetzt hier nochmal extra reinzugehen. Gut, die ist fast kaputt. Ist ein bisschen schade. Ich hoffe, das reicht für Netherite. Aber wir werden sehen. Die anderen drei Kisten voll sind ja schon im Nether drin. Da werde ich jetzt auch hingehen. Aber Leute, ohne Scheiß, schaut mal ein bisschen. Wir werden das Kriegsding wird jetzt wahrscheinlich ist ja wahrscheinlich jetzt erstmal vorbei, weil Lukas hat gesagt, er wird nichts machen und ja, die Beleidigungen müssen aber aufhören, Freunde. Also Sue wird wirklich böse weggehatet und ja, sowas ist nicht lustig. Ist es ja alles nur Content und so und wie gesagt, es gab beide Seiten hatten ihre Gründe, berechtigte Gründe. Ja, der eine sieht deswegen mehr, der andere weniger. Man muss sagen, Lukas, seine Community ist wirklich, wirklich krass. Also die hält gut zusammen, die steht hinter ihm. Kann man sagen, was man möchte. Ja, was soll man noch sagen? Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns später. Jo Freunde, das Ganze sollte jetzt mit dem Video gewesen sein. Ich habe jetzt gerade eben, ist im Nether scheiß Zwischenfall passiert, alles wieder verloren. Ja, keine Ahnung, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Leute, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, haut rein. Bis dahin. Ciao.